schön, dass du da bist hier bei den Konfliktengeln. Und falls dir unser Video gefällt, abonniere unseren Kanal, like das Video und kommentier es. Ja, weil wir wollen so viele Eltern wie möglich erreichen mit unserer Vision einer friedvollen Elternschaft. Und nur 30% aller Leute, die unsere Videos gucken, abonnieren auch unseren Kanal. Also, hau rein, abonnieren. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen zur Konfliktreise Nummer 16. Schön, dass du da bist. Es geht heute um das Thema dein Kind und selbstständiges Spielen, wie du es sozusagen begleiten kannst vom Spielen ins selbstständige Spielen, wenn es dann gelingen mag. Wenn es gelingen mag. Wir werden sehen in unserem Rollenspiel. Wir machen jetzt erstmal kurz vor, wie es voll gegen die Wand läuft. Da ist Martina die Mama und ich bin 3 Jahre, haben wir uns geeinigt. Und dann tauschen wir die Rollen und dann gucken wir mal, ob ich das Kind geschaukelt kriege. Dann gucken wir, ob ich so böse sein kann. So, gut. Also ich, was ist jetzt los, Mama? Achso, du bist, achso, was? Ich bin doch jetzt das Kind. Achso, ja, sie ist jetzt das Kind. Nochmal perfekt, du bist jetzt das Kind. Ja, hallo. Ja. So, du bleibst jetzt hier schön sitzen. Mhm. Ich gehe jetzt in die Küche und mache den Haushalt und du spielst hier jetzt einfach schön weiter. Was? Mama? Nee, guck mal, du setzt dich jetzt hier hin und hier spielst du genau das, was wir gerade gespielt haben, spielst du jetzt einfach weiter. Jetzt nimmst du die Bauklötze, setzt dich hin, machst du schön weiter. Ja, ich gehe in die Küche und dann mache ich ein bisschen weiter. Mama? Ich habe doch jetzt gesagt, du sollst dich jetzt hier hinsetzen und weiterspielen. Kannst du dich nicht einmal 10 Minuten alleine beschäftigen? Ich finde es unmöglich. Jetzt setz dich hier hin und mach's weiter. Schau, wir haben doch gerade eben auch gespielt. Mhm. Du kannst es doch alleine spielen. Mhm. Ja. Mhm. Okay. Das reicht. Ich habe schon Gänsehaut. Sag mal, Kino, du hier. Offensichtlich. Also ich habe überhaupt nichts verstanden. Ich war völlig orientierungslos. Du wolltest mir nur hinterherlaufen, natürlich. Ja, natürlich, weil ich war orientierungslos und du bist ja die, die mir quasi die Richtung angibt. Oh, es fühlt sich so furchtbar an. Und irgendwann war ich komplett, ich habe mich so alleine gefühlt und traurig wurde ich dann auch. Ganz traurig, weil ich dachte wirklich, irgendwie irgendwas stimmt mit mir nicht. Ja, du wurdest auch überhaupt nicht auf die Trennung vorbereitet? Nein, ja. Panik. Mhm. Also, was ist denn jetzt? Wo ist er denn jetzt hin? Mhm. Wie hast du dich gefühlt? Also ich bin selbst... Schäme ich mich dann, fühle mich schuldig und bin auch ehrlich gesagt selber schockiert, dass ich so sein kann. Mhm. Ja, das habe ich öfter in meiner Mutterschaft. Nun gut, anderes Thema. Ja, ihr kennt das wahrscheinlich, so kann es laufen, wir wollen, dass es anders läuft. Es ist jetzt nicht die Voraussetzung, dass das funktioniert, dass Martina jetzt gleich alleine spielt. Weil das haben wir in unserem Konfliktengel Impuls ja schon bereits erwähnt. Du kannst es versuchen vorzubereiten. Ob es klappt, wirst du sehen. Das hängt so ein bisschen davon ab, wie die Bindung hergestellt ist. Genau, und ihr dürft es auch öfter probieren. Ja? Das heißt, es ist nicht nur, wenn er das einmal probiert, dass es dann klappt. Kann sie nicht. Ja, genau. Ich habe es ausprobiert, klappt nicht. Das ist so der Klassiker. Es funktioniert nicht. Genau. Es funktioniert nicht. Dein Kind hat ja auch Tage und du hast ja auch Tage. Genau. So. Spiel doch mal hier mit. So, Martina, guck mal, Martina, hier haben wir ja unsere Malblöcke. Such dir mal ein Blatt aus. Mhm. Ich gucke mal kurz auf die Uhr. Ja, es ist jetzt 16 Uhr, 16.30 Uhr ist das Telefonat. Mama! Ja, guck mal, ich hatte mir nur kurz orientiert, wie viel Zeit ich noch habe. Ich habe noch eine halbe Stunde bis zum Telefonat. Ja, ich weiß. So, ich wollte es nur den Eltern kurz mitgeben. Das macht ihr natürlich nicht so vor dem Kind. Ich wollte es nur euch nochmal mitgeben, dass ihr euch vorher orientiert. Mensch, guck mal, hier ist mein Blog jetzt. Such dir mal ein Bild aus. Das da. Das? Ja. Ich mache auch mit. Darf ich mir von deinen Blöcken jetzt aussuchen, ein Blatt? Ja. Ich nehme das Pferd. Nein, ich nehme die Blume. Ich will das Pferd. Ja, dann nimmst du doch das Pferd. Was hattest du da vorne? Ja, eine Blume. Ach, darf ich die dann haben? Ja. Ja, dann nehme ich die Blume und du das Pferd. Mhm. Jetzt hole ich noch kurz die Malstifte. Moment, halt mal deinen Block. Was hast du jetzt genau da gewählt auf deinem Block? Ich habe ein Pferd. Du hast das Pferd, genau. Jetzt steche ich die Malsachen hin. So, jetzt malen wir mal. Du malst dein Pferd, ich male die Blume. So. Magst du bei mir auch mitmalen, meiner Blume? Welche Farbe nimmst du da? Ich nehme Rot und Grün. Rot und Grün. Also wir füllen gerade den Bindungsteil. Ja, ja. Moment, es dauert noch einen Augenblick. Ja, es kann dauern bei mir. Ja. Kann ich auch Rot nehmen? Ein bisschen Rot nehmen? Darf ich den roten Stift haben? Ja. Ich mal bei dir. Bei mir. Willst du meinen grünen Stift haben? Ja. Nehme ich den roten Stift. Komm, wir tauschen nochmal. So. Ein bisschen anfassen. So. Machen wir zusammen die Blume. Oh, wie gefällt dir denn die Blume? Die gefällt mir gut. Du mir auch. Die ist so rund. Ja, ne, welche Farben haben wir denn da? Grün, Rot, Rot.
Ja. Okay, dann machen wir jetzt dein Pferd, ne? Mhm. Auch zusammen. Mhm. Also das geht jetzt sehr lange. Ja, ja, das geht noch. Ich habe ja eine halbe Stunde mindestens. Wir machen jetzt wahrscheinlich noch zwei Bilder mehr. Mhm. Und jetzt würde ich dann sagen, so Martina, jetzt haben wir hier vier Bilder fertig. Das haben wir zusammen gemalt. Das haben wir zusammen gemalt. Das haben wir zusammen gemalt. Und das haben wir zusammen gemalt. Und jetzt ist es so, dass ich ein Telefonat habe mit der Kollegin. Da brauche ich kurz Ruhe. Das heißt, welches Bild malst du jetzt? Hm. Magst du gar nicht alleine malen, ne? So einen Spaß gehabt mit mir? Nicht telefonieren. Nee, das willst du gar nicht, ne? Mhm. Ach, es fällt mir auch so schwer. Ich wollte gern telefonieren, wenn ich alleine bin. Die kann nur jetzt. Dann brauche ich jetzt deine Unterstützung. Nein, das ich hinkriegen? Komm mit. Du willst meine Nähe haben, ne? Okay. Das heißt, du möchtest malen, meine Nähe haben. Möchte ich auch mit dir malen, deine Nähe haben. Und gleichzeitig brauche ich 5 Minuten. Für dieses Telefonat. Ich hätte eine Idee. Magst du hören? Hm. Nee, magst gar nicht hören. Hm. Nee, du willst einfach die ganze Zeit bei Mama sein. Ja. Ja. Brauchst du noch ein bisschen Zeit? Ja. Ja, okay. Dann, ich habe ja noch 10 Minuten. dann Markis, genervt sein geht. Langsam los. Ich überlege jetzt ehrlich gesagt schon, wie wichtig dieses Telefonat wirklich ist. Nur weil die Kollegin nur jetzt kann, ist jetzt die Frage, ob ich nicht auch sagen kann, nein, heute kann ich nicht. Wir finden einen neuen Termin. Das fängt gerade bei mir an. Weil ich immer wieder hinterfrage, worum geht es jetzt eigentlich gerade? Hier geht es um Bindung, um Sicherheit bei meinem Kind. In welchem Verhältnis steht gerade dieses Telefonat? Und ich merke gerade, Mumpitz, es klappt heute nicht. Es wird heute nicht klappen. Das ist mir total klar. Also werden wir jetzt noch ein Bild machen. Was übrigens wahrscheinlich dazu führt, dass wenn ich das spüre, dass sie sich wirklich nochmal auf mich einlässt, dass ich dann kooperativer werde, weil ich merke, dass Mama ja auf meiner Seite Könnte passieren, nur dann habe ich das Telefonat vielleicht schon abgesagt. Mach nichts, wir haben trotzdem einen schönen Nachmittag. So. Ja. Also ich bin im Denkprozess. Ich nehme euch gerne mit. Wir malen jetzt, dann malen wir nochmal zusammen. Welches Bild nehmen wir jetzt? Das da. Das da. Ich will das da. Machen wir die beide. Machen wir erst das. Ich nehme gelb. Was nimmst du? Blau. Nimm mal blau? Tauschen wir nochmal? Tauschen. Machst du da die Ecke? Da musst du da rein. Du, ich habe gerade überlegt. Das wird heute nichts. Du brauchst so viel Mama-Nähe, ne? Hm. Ja, ich sag der Kollege. Wir können noch malen und telefonieren. Ja, bin ich mir unsicher jetzt. Ich entscheide das heute, Martina. Ich schreibe der Kollegin. Du malst, ich sitze hier neben dir und schreibe ihr, dass ich mit ihr morgen einen Termin finde, wenn ich alleine bin, weil dann habe ich viel mehr Ruhe und ich möchte auch mit dir zusammen sein. So, da ist dein Bild. Bei mir ist jetzt ja gerade so, dass ich mir denke, vielleicht bin ich doch bereit. Weiß ich, es wird trotzdem, ich möchte es jetzt nicht mehr. Ich treffe jetzt die Entscheidung und nicht Martina. Nur damit ihr spürt, was passieren kann. Also das ist das, dieses Kooperation vorleben passiert dann in dem Moment. Ja, ich glaube, also das weiß ich, nur es wäre, glaube ich, jetzt schon sinnvoll, wenn ich die Entscheidung treffe. Beim nächsten Mal wirst du vielleicht eher bereit sein. Genau, das ist das, was ich sagen wollte. Ja. Also ich schreibe jetzt eine SMS. Martina, ich schreibe meiner Kollegin, während du malst. Liebe Ulrike, mir ist etwas dazwischen gekommen. Ich bedauere das sehr, da mir Zuverlässigkeit wichtig ist. Ist es dir möglich, dass wir morgen einen Termin finden? Da kann ich zwischen 10 und 14 Uhr. Ganz liebe Grüße, Kathi. So, was hast du gemalt? Eine Blume. Eine Blume. Oh, guck mal, da ist noch ein Fächer frei. Darf ich da was hinmalen? Oh, ich habe so eine tolle Mama. Und ich bin mir sicher, dass ich morgen, wenn sie mich fragen würde, dass ich bereiter wäre. Meinst du? Ja. Bereiter heißt nicht, dass wir es dann schaffen. Genau. Bereiter. Vielleicht ich sage bereiter. Das war auch das, was gerade in mir passiert ist. Puh. Ja. Ja, so läuft das ab. Das habe ich ungefähr mehrfach die Woche zu Hause. Wichtig ist, dass ihr auf eure eigene Stimme hört. Wenn ihr, ich habe es gemerkt, es war heute nicht machbar. Und dann habe ich am Ende mehr davon, auch für meinen inneren Frieden. Die Seelen meiner Kinder und dieser Bindungstank geht immer vor anderen Verpflichtungen. Natürlich ist mir Zuverlässigkeit wichtig. Vor allen Dingen allerdings mir selber gegenüber. Ich möchte mir selber gegenüber zuverlässig sein und mein Wort halten. Dann ist mir wichtig, dass meine Kinder Zuverlässigkeit spüren.
spüren und dann kommen meine Kollegen. So ist es. Ist meine Richtlinie. Genau, und es gibt Momente, in denen ist es vielleicht so nicht möglich. Ja. Und dann findest du wieder andere Momente, in denen du es genauso machen kannst. Und um diese Momente geht es. Das heißt nicht, dass du jedes Mal diese Geduld aufbringen kannst, wie Kali das gerade gemacht hat. Ja, das ist nicht realistisch. Nur, wenn dein Kind diese Momente mit dir erlebt, in denen du so bist, ist es das Schönste, was passieren kann für dein Kind. Und wenn es jetzt ein wirklich wichtiger Termin gewesen wäre, dann hätte es wahrscheinlich so ausgesehen, dass Martina auf meinem Schoß weitergemalt hätte und ich dieses Telefonat geführt hätte und während des Telefonats mit ihr zusammen gemalt hätte. Genau, das wäre die zweite Lösung gewesen. Ja, da hatte ich jetzt keinen Bock drauf. Mhm. Genau, das ist ja auch, kommt immer darauf an, wie geht's dir, wie geht's deinem Kind und wozu ist dein Kind gerade auch bereit. Ich wäre vielleicht bald bereit gewesen, ja. Nur du hattest dann selber einfach die Entscheidung getroffen, weil das war mir jetzt zu eng. Ja. Ja. Genau. Gut. Das war's. Gib noch ein Q&A dann. Nächstes Video. Tschüss. Du möchtest unser Begrüßungsgeschenk erhalten, dann machst du Folgendes. Du gehst auf www.konfliktengel.de, abonnierst unsere Engelspost und bekommst direkt unser gratis E-Book zugeschickt. Wörter, auf die du in der Erziehung verzichten kannst. Genau, und falls du es bisher versäumt hast, abonniere sehr gerne unseren Kanal, lass uns ein Like da, kommentiere unser Video, wir freuen uns. Das ist viel zu freundlich. Abonnieren, 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 würde mein Sohn sagen. Hast du verstanden? Drückst du auf den Knopf, abonnieren. Manches brauchen wir doch. Richtig, ja. Damit wir in die Sichtbarkeit kommen. So sieht's aus. Vielen Dank.